Hallo. Willkommen auf dem Agrioro-Kanal. Im folgenden Video stellen wir Ihnen die Hauptmerkmale des Produktes vor und zeigen Ihnen anschließend Schritt für Schritt, wie Sie das Gerät nach Erhalt zu Hause ganz einfach selbst zusammenbauen können. Vorab, denken Sie immer daran, Agrioro ist der einzige Online-Händler, der Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Produktes eine umfangreiche Ersatzteilversorgung bietet. Sollte einmal eine Reparatur oder ein Service notwendig sein, bieten wir dank einer großen betriebsinternen Werkstatt und unserer 400 über ganz Europa verteilten Partnerservicezentren jederzeit kompetente Unterstützung. Weiter jetzt zu unserem Produkt und seinen wichtigsten Merkmale. Die elektrische Schubkarre Bluebird WB500 App ist für den Transport von schweren Materialien konzipiert und gewährleistet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Funktionalität und zuverlässiger Leistung. Mit einer außergewöhnlichen Tragfähigkeit bietet Ihr Kippbehälter eine maximale Last von 500 kg oder 320 Litern und ermöglicht so ein einfaches Handling einer Vielzahl von Materialien, von Holz bis zu Erde und Ziegeln. Ausgestattet mit 4 robusten Rädern, darunter 2 vordere pneumatische für optimale Traktion und 2 hintere schwenkbare mit Verriegelungsstiften. Die Schubkarre wird von einem fortschrittlichen 1000 W Elektromotor angetrieben, der von einem 48V, 32A Lithium-Ionen-Akku gespeist wird. Diese Konfiguration gewährleistet eine hohe Leistung, während das Fehlen schädlicher Emissionen den Einsatz in geschlossenen Umgebungen wie Gewächshäusern ermöglicht und sowohl Stille als auch Effizienz gewährleistet. Mit intuitiven Bedienelementen und einem Gashebel zur Geschwindigkeitsregelung ist die Bluebird WB500 App darauf ausgelegt, in einer Vielzahl von Arbeitsbedingungen einfach zu bedienen zu sein. Dank ihrer Fähigkeit, Steigungen von bis zu 30% frontal und 15% seitlich zu bewältigen. Besuchen Sie die Webseite von Agrioro und entdecken Sie die Angebote in unserem Online-Shop. Klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung, um mehr zu erfahren.